Hallo zusammen und willkommen zum heutigen Video. Ich habe euch, ihr habt ja eh schon das Thumbnail gesehen, ich habe uns was mitgebracht. Ein iFixit-Set und das Gute ist das cool. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, Nintendo hat vor ein paar Jahren die Nintendo Classic Minis rausgebracht. Und da den NES, den Standard Nintendo und den Super Nintendo in Classic Mini Variante. Und die waren limitiert. Da konnte man nicht wirklich welche kaufen. Ich habe es damals nicht geschafft, weil ich weiß nicht mehr warum. Und dann waren die Dinger richtig teuer. Und die waren für ein paar hundert Euro bei eBay drin. Und jetzt hat Nintendo gemerkt, oh, da kann man Geld mitmachen. Und haben es wieder neu aufgesetzt. Das heißt, man kann die jetzt wieder für einen normalen Kurs kaufen. Ich habe mal den Super Nintendo geholt, denn der normale Nintendo hat halt ein paar Klassiker drauf. Der hat halt so Super Mario 1, 2, 3, was man halt so kennt. Dieses, was ich überhaupt nicht persönlich überhaupt nicht mag, dieses Zelda hat da drauf, das Original Donkey Kong und so. Ja, sind schöne Klassiker, habe ich früher auch gespielt als Kind. Ich habe mal den SNES geholt, denn der hat ein paar richtig coole Spiele drauf. Der hat auch The Legend of Zelda, Link to the Past oder so drauf. Was der drauf hat, warum ich mir das gekauft habe, der hat zum Beispiel Secret of Mana drauf. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie Zelda. Ich habe Zelda ja nie gespielt, hat mir nie gefallen. Secret of Mana habe ich gespielt, Donkey Kong Country. Finde ich das ein geniales Spiel, Super Mario World. Mit den Spielen habe ich es mal gekauft. Super Mario Kart ist auch drauf, da wird es noch genügend Kriege geben. Und ja, ansonsten sind halt noch ein paar andere Spiele drauf, so diese Street Fighter und so, was mich gar nicht so sonderlich begeistert. Wird kein Produktvorstellungsvideo, wird auch ganz klar keine Kaufempfehlung. Ich weiß nicht, wie gut das Teil ist, denn ich packe es jetzt erstmals mit euch aus und schau mal rein, was drin ist. Denn, Anleitung, Controller, schauen wir uns mal die Controller an. Die Dinger sind ja ziemlich genial, die haben ja sich da echt was dabei gedacht, die Nintendo-Leute. Also ganz im Gegensatz von manchen anderen Firmen, die sich bei ihren Produkten relativ wenig denken. Die haben ja hier diesen Anschluss drauf, den der Nunchuk, oder wie heißt das Ding, von der Wii hat. Das heißt, man kann dann diesen Super Nintendo-Controller in dem Fall bei der Wii anschließen und kann den auf der Wii verwenden. Das finde ich total genial. Ich meine, ich habe keine Wii, aber wer es hat, der findet es vielleicht genial. Ja, die Haptik ist okay. Ich meine, der ist mit dem Originalen. Also die Größe ist wie der Originale. Und der ist so von der Haptik her, Drückhaptik. Muss natürlich beim Spielen sehen, ist der okay. Hat Kreuzschlitzschrauben drin. Zwei Stück davon, ganz wichtig. Der NES Classic hat nur einen Controller dabei. Und das Kabel ist ungefähr so lang wie das ausgewickelt. Also er hat ein unglaublich kurzes Kabel dabei und er hat nur einen Controller dabei. Der hat zwei Controller und längere Kabel, sie lernen dazu. Es ist ein Micro-USB-Kabel dabei und es ist ein HDMI-Kabel dabei. Soweit war das Unboxing. Jetzt kommt das Herzstück der gesamten Thematik. Ach, ist der putzig. Oh mein Gott, haben die das toll nachgebaut. Also, Super Nintendo Classic Mini. Und der Knopf, der geht da richtig rein. Guckt euch das mal an. Wie beim Original, da geht das ganze Ding runter und hier der Reset. Ach, und es klingt sogar so fast so wie beim Original. Ich checke ihn nicht, da ist auch keine Kassette drin zum Spielen. Hinten HDMI-Anschluss und Micro-USB-Anschluss. Oh! Ha, vorne das Ding geht so rauf, das tut man so runter und dann hat man den Anschluss für die Controller. Ist das genial gemacht. Ich dachte gerade, wo schließt man die Controller an? Ich habe keine Ahnung, ob da vier Spieler-Games drauf sind und ich hätte absolut keine Ahnung, wie man da jetzt vier Controller anschließen sollte. Da gab es ja früher so einen Adapter, dass man statt zwei vier Controller dran schließen konnte. Aber das soll uns alles nicht interessieren, diese Thematik. Uns interessiert ja was anderes. Wir schrauben das Ding auf und schauen, was die drin haben. Denn mich interessiert ja wie immer, was sind für Controller drin und sowas. Wichtig, Made in China. Support.nintendo.com. Nichts mit Made in Japan oder sowas. Aber also Kyoto, Japan steht drauf. Aber Made in China. Ja, dann schrauben wir mal auf. So, wir fangen mal mit dem vermutlich unspektakuläreren Teil an. Dem Controller.
Die zwei Tasten hier oben sind mit kleinen Platinen gelöst. Und so wie es aussieht, ja, sind das richtige Tasten mit entsprechenden Kontakten drauf, also mit den Kontaktnupsis. Nicht irgendwelche Mikroschalter oder sowas, das sind richtige Tasten. Und auch die gesamte andere Platine, sehr schön, komplett mit diesen Kohlekontakten gelöst, also absolut brillant. Start und Select entsprechend mit zwei Kohlekontakten, dass man auch jetzt nicht exakt in der Mitte drücken muss. Hier die Anordnung auch nochmal interessant gelöst, sage ich mal. Und auf der Platine ganz unspektakulär, ein einziger Controller, eine ganze Horde Null Umwiderstände. Man sieht es jetzt hier nochmal richtig schön, alles Null Umwiderstände, komplett 000. Auch hier ist halt eine einseitige Platine, da werden die wieder Kosten gespart. Was jetzt ja auch nicht schlimm ist. Ich meine, da packt man halt dann Null Um rein. Hier könnte noch ein Controller sitzen, ein IC sitzen, der hier nicht drauf ist. Hier oben fehlen auch noch ein paar Teile. Und man hat hier einen einzigen Controller drauf. Schrauben wir wieder zusammen. Hier nochmal schön zu sehen, die Zugentlastung einmal drumherum, damit man hier nichts rauskriegt. Vier Kabel im Übrigen. Hat wahrscheinlich mal jemand reverse engineert. Ich glaube, das ist irgendwie I2C oder sowas sogar. Ich denke mal, dass die Schrauben hier unter den Gummifüßen versteckt sind, so wie man das immer macht. Und ich hoffe, ich komme da rein. Sind relativ weit unten die Schrauben und es sind aber dennoch Kreuzschlitzschrauben. Ja, Punktlandung. Der große Moment der Wahrheit. Oh, so rum. Eine kleine Platine hier oben für den Ein-Ausschalter und den Reset-Taster. Also hier auch ein mehrpoliger Schalter, wie man erkennen kann. Schauen wir uns dann gleich an. Das Ganze hier mit einem Flachbandkabel verbunden. Ein Powerbutton ABC. Zweipolig in Summe, also ein Umschalter in zweipoliger Ausführung. Ob beide verwendet sind, weiß ich nicht. Und für den Reset-Taster hier wieder ein kohlebeschichtetes Feld und auf der Unterseite hier entsprechend das Gegenstück, das hier mittig draufdrückt. Richtig, richtig toll gelöst. Also ich würde bis jetzt mal sagen, Nintendo, ihr habt bisher schon mal alles richtig gemacht. Wir haben hier ein riesen Abschirmblech über den gesamten Konstrukt drüber. Aber das ganze Abschirmblech nur geschraubt. Und mittig mit einem Wärmepad geklebt. Da hinten noch eine einzelne Schraube für die Platine. Total toll gemacht, wunderbar gemacht. Hier hat man den Stecker für HDMI, für Micro-USB. Die gesamte Platine hält eigentlich an diesem Abschirmblech, / Kühlblech wegen dem Kühlpad. Aber dass man hier hinten nochmal mechanisch Festigkeit reinkriegt, zusätzlich nochmal eine separate Schraube hinten auf der Platine drauf. Tolle Lösung, wirklich, wirklich tolle Lösung. Die Kabel hier nach vorne nochmal mit einem kleinen Schlauch zusammengefasst. Ganz, ganz, ganz schön gemacht. Dann schauen wir mal. Auf der Unterseite befindet sich hier HDMI, der HDMI-Anschluss für den Fernseher. Hier sieht man ein bisschen so kleine schwarze Käfer. Das wäre die ESD-Schutzbeschaltung, wenn man jetzt quasi das HDMI-Kabel am Wollpulli reibt und hier einsteckt, dass nicht gleich die Platine explodiert. Und hier befindet sich entsprechend der HDMI-Chip drauf. In dem Fall ein EP952 der Firma EPMI. Das ist ein HDMI-Transmitter, der wandelt Videodaten und Audiodaten in den HDMI-Stream um, dass man es dann quasi im Fernseher angucken kann. Das war es dann auch schon. Hier nochmal ein Kondensator, hier noch ein paar andere Bauteile, USB-Schutzbeschaltung hier nochmal dran. Aber das war es mit der Unterseite. Jetzt zur doch viel, viel spannenderen. Wie war das drin? So. So. Zur spannenderen oberen Seite. Wir haben hier hinten
einen Chip, da weiß man eigentlich sofort, was der macht. Ne? Packen mal Text richtig hin. Wir haben hier eine ganze Horde Kondensatoren drumherum. Wir haben irgendwas IC-Kleintechnisches drumherum, aber diese ganze Horde Kondensatoren drumherum sagt uns schon sofort, ha, das muss ein PMIC sein, ein Power Management IC. Ja, ist es auch. Das ist ein AXP223 der Firma X Powers. Sowas braucht man, wenn man irgendwie was Krasses hat. Das verbirgt sich ja immer noch hier dahinter. Wir werden sehen, was es wird. Sowas braucht man, wenn man irgendwas Krasses hat, das ein paar Spannungen braucht. So ein neuer, moderner Prozessor, der braucht ja doch einige Spannungen. Und wir haben hier quasi ein Power Management IC, der hat 5 DC-DC-Wandler drin, hocheffiziente DC-DC-Wandler. Der hat eine Spannungs-, Strom- und Temperaturüberwachung. Der macht quasi alles, damit die Welt leichter ist und uns das alles ganz bequem von der Hand fällt, dass man nicht jetzt da irgendwie 5-Step-Up-Converter, Step-Down-Converter benötigt, sondern nur das alles mit einem Chip machen kann. Direkt daneben, das Große, wir wissen es ja mittlerweile auch schon. Ich meine, wir sehen uns die Bauteile an und ihr guckt ja alle meine Videos brav. Ich brauche ja gar nicht mehr viel dazu sagen. Hier haben wir natürlich einen Flash. Einen NAND Flash MX30LF4G, 18AC 4G von der Firma Macronix im Übrigen. 4G bedeutet 4 Giga. Ja, was? Meistens ist es in Bit angeben. Wir haben hier 4 Gigabit, also ungefähr 512 Megabyte Flash. Nennt Flash, da befindet sich die Software drauf, also die Spiele und das Betriebssystem und sowas. Und ganz nah an unserem noch immer geheimen Controller hier, so ein BGA, meanderförmige Leiterbahnen, wir wissen es eh schon, was es ist, ne? Wer weiß es? Natürlich ein DDR3 SD-RAM, H5TQ2 G63GFR. 2G haben wir da in der Bezeichnung wieder drin, Firma SK Hynix, die kennen wir auch schon vom, ich glaube die war im HDMI-Stick vom Amazon, im Amazon Fire TV-Stick war auch SK Hynix drin. 2G in der Titelbezeichnung, also wir haben hier wieder 2 Gigabit, also ungefähr 256 Megabyte an DDR3 Speicher. So, und nun das große Geheimnis, wir lüften es. Trommelwirbel. Drr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 r